Herzlich willkommen beim nächsten Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den linearen Funktionen. In diesem Video schauen wir das letzte Kasterl vom Arbeitsblatt an. Was brauchen wir dafür? Du solltest bereits wissen, dass eine lineare Funktion die Form f von x ist gleich k mal x plus d hat. Wobei die Buchstaben, wie die genau heißen, das hängt immer vom Zusammenhang ab. Aber wenn das für dich eine neue Information ist oder wenn du dir da nicht ganz sicher bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal die Kasterl weiter oben am Arbeitsblatt anschaust, zu denen ich eh auch schon Videos gemacht habe. Außerdem solltest du bereits wissen, dass die Steigung des Graphen k entspricht. Ja, also das k sagt uns, wie steil diese Gerade nach oben geht. Und d, der Parameter d, sagt uns, in welcher Höhe unser Graph von dieser Funktion die senkrechte Achse schneidet. Wie gesagt, wenn du da ein bisschen unsicher bist, kannst du gerne jetzt pausieren, noch einmal zurückblättern und dir die Kasterl weiter oben anschauen, beziehungsweise die Videos dazu. Ja, du brauchst noch andere Sachen im Video auch, also du solltest aus dem Diagramm Punkte ablesen können und so weiter, aber die erwähne ich jetzt hier nicht. Was sind die Ziele? Wir werden lernen, dass Fahrenheit und Celsius, das sind beides Temperaturskalen, durch eine lineare Funktion ineinander umgerechnet werden können. Außerdem werden wir uns anschauen, was dieses K und dieses D für eine physikalische Interpretation haben. Na gut, dann schauen wir es uns an. Das ist das Kasterl. Und wie bereits erwähnt, geht es um Temperaturen. In den meisten Ländern werden Temperaturen in Grad Celsius angegeben. Also in den deutschsprachigen Ländern ist es ja komplett üblich. Wir sagen meistens nicht mal Celsius dazu, wenn wir sagen, es hat 21 Grad, dann wissen wir schon, welche das Grad Celsius gemeint sind. Speziell im amerikanischen Sprachgebrauch sagt man aber auch oft, spricht man oft von Grad Fahrenheit statt Celsius. Da gibt es ganz wenige Länder, die das noch verwenden, die Amerikaner sind welche und ein paar kleine andere Länder auch noch. Und es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Temperaturskalen. Und der ist hier angegeben. Ja, stimmt. F von C ist gleich K mal C plus D. C ist dabei die Temperatur in Grad Celsius, also so wie wir sie kennen. Und F von C ist die umgerechnete Temperatur in Fahrenheit. Das heißt, wenn ich einen US-amerikanischen Freund habe, der sich mit Grad Celsius nicht so gut auskennt, und ich möchte ihm sagen, wie kalt es bei uns im Winter ist, dann könnte ich es ihm leicht machen und ihm die Temperatur in Fahrenheit sagen. Und dazu muss ich sie irgendwie umrechnen können. Na gut, das geht mit irgendwelchen Rechnern online, das weiß ich eh. Aber wie machen die das? Naja, rechts sehen wir diesen Graphen als dieser linearen Funktion aufgetragen. Das heißt, wir könnten diesen Graphen ablesen, okay, bei 15 Grad hat so und so viele, oder 15 Grad Celsius hat so und so viele Grad Fahrenheit, bei 30 so und so weiter. Gut, ich möchte jetzt gar nicht zu viel sagen, sondern ich möchte dich jetzt arbeiten lassen. Du hast hier wieder drei Arbeitsaufträge. Im ersten sollst du zwei Punkte im Graphen finden und einzeichnen. Im zweiten sollst du dann die Steigung dieses Graphen berechnen und du sollst dir auch Gedanken machen, was das physikalisch bedeuten kann. Und im dritten Punkt sollst du noch d berechnen und wieder dir überlegen, was d für eine physikalische, also in der echten Welt quasi, für eine Bedeutung hat. Wie immer gebe ich dir 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren, um nochmal zurückzublättern, um die Sachen schön aufzuschreiben. Und danach kannst du deine Lösung mit meiner vergleichen. Na gut. Erster Arbeitsauftrag. 10 Grad entsprechen, muss man das abgewöhnen, 10 Grad Celsius entsprechen 50 Grad Fahrenheit. Grad ist nicht eindeutig, aber ihr seht eh, wie natürlich das in unserem Sprachgebrauch drinnen ist, dass wir Celsius verwenden. Und minus 10 Grad Celsius entsprechen 14 Grad Fahrenheit. Na gut. Zeichne die zugehörigen Punkte am Graphen rechts an.
10 Grad Celsius entsprechen 50 Grad Fahrenheit. Das heißt, ich schaue auf der Celsius-Skala, auf der Celsius-Achse, schaue ich, wo ich da bei 10 Grad Celsius bin. Das ist hier. Und hier muss ich nach oben gehen, bis 50 Grad Fahrenheit. Und natürlich ist es natürlich nicht zufällig, dort, wo der Graph unserer Funktion auch ist. Das heißt, diesen Punkt kann ich mal markieren. Und der zweite Punkt ist bei minus 10 Grad Celsius, also hier links. Und dann bei 14 Fahrenheit. Und wie gesagt, das ist wieder genau dort, wo der Graph durchgeht. Zweiter Punkt. Berechne die Steigung K. Naja, die Steigung berechnen wir mit dem Steigungsdreieck. Das ist K, ist gleich. Und normalerweise schreiben wir Delta Y durch Delta X. Aber ich schreibe hier jetzt Delta F durch Delta C. Also heißen hier unsere Achsen F und C. Das sind unsere Werte hier, F und C. Ich zeichne das Steigungsdreieck hier an. Das heißt, bei 14 Grad Fahrenheit geht diese Hohenzahl hinüber bis hierher, bis 10 Grad Celsius. Und von da geht diese Teilstrecke hinunter. Das hier ist unser Delta F, der Unterschied in den Fahrenheit-Werten. Und das hier ist unser Delta C. Naja, was ist Delta F? Delta F ist der Unterschied in den Fahrenheit-Werten. Das heißt, die 50 Grad Fahrenheit minus diese 14 Grad Fahrenheit. Und der Unterschied in den Celsius-Werten ist dieser Wert minus dieser Wert. Also die 10 Grad Celsius. Was schreibe ich denn hier? 10 Grad Celsius minus, und jetzt muss man aufpassen mit den Vorzeichen, minus diese minus 10 Grad Celsius. Das heißt minus 10 Grad Celsius. Das obere sind 36 Grad Fahrenheit und das untere sind 20 Grad Celsius. Und wenn man das ausdividiert, dann kommt man auf 1,8 und jetzt auf die Einheiten aufpassen, Grad Fahrenheit pro Grad Celsius. Na, das ist eine komische Einheit. Was bedeutet denn das? Naja, das bedeutet, dass wenn ich eine Temperatur habe, sagen wir mal ungefähr Zimmertemperatur 21 Grad und ich rechne das in Fahrenheit um und jetzt interessiert mich, wie groß und wie viel würde mein Fahrenheitwert größer werden, wenn ich um einen Grad Celsius eine wärmere Temperatur betrachte. Und die Antwort ist, für jeden Grad Celsius, den ich mein Zimmer wärmer mache, wird mein Zimmer auch 1,8 Grad Fahrenheit wärmer. Deswegen 1,8 Grad Fahrenheit pro Grad Celsius. So, für den dritten Teil gebe ich mal den Arbeitsauftrag weg, aber es sollte eh klar sein, was wir gemacht haben. Wir machen das wieder so wie in den letzten Videos auch. Also wir suchen jetzt einen Punkt aus, den wir kennen, zum Beispiel diesen Punkt hier bei 10 Grad Celsius, was 50 Grad Fahrenheit entspricht. Und wir nehmen den Wert für K, den wir uns gerade berechnet haben, und wir setzen diesen Punkt in diese Formel hier an. Und das K setzen wir auch ein, und dann formen wir nach dem D um. Also, ich setze den Punkt gleich ein. F von 10 Grad Celsius ist gleich K ist 1,8. Und ich bin hier mit den Einheiten konsequent. Grad Fahrenheit pro Grad Celsius mal, die 10 Grad Celsius plus D, was wir berechnen wollen. Und wir wissen auch schon, was da rauskommt. Das waren ja 50 Grad Fahrenheit. Okay? Dieses D hier, das wollen wir jetzt berechnen. Wir sehen,
Also wenn wir hier mit den Einheiten konsequent arbeiten, dass sich alles schon ausgeht. Wir haben hier 1,8 Grad Fahrenheit dividiert durch Grad Celsius und dann multiplizieren wir hier mit Grad Celsius. Das heißt, das streicht sich weg. Das heißt, mir kommt hier irgendwas mit Fahrenheit heraus. Naja, und dann habe ich 1,8 Grad Fahrenheit mal 10 ist 18 Grad Fahrenheit. Das heißt, ich kann schreiben 18 Grad Fahrenheit plus D ist gleich 50 Grad Fahrenheit. Naja, 18 Grad Fahrenheit plus wie viel ist 50 Grad Fahrenheit? Das kann ich auch umformen auf 50 Grad Fahrenheit minus 18 Grad Fahrenheit ist gleich D. Und daraus folgt, dass D gleich 32 Grad Fahrenheit ist. Okay? Das heißt, wir haben das K, wir haben das D. Das heißt, wir haben erfolgreich diese lineare Funktion eruiert, mit der man von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit umrechnen kann. Naja, was heißt denn dieses D eigentlich? Dieses D ist genau die Temperatur, die wir bei 0 Grad Celsius haben. Das heißt, bei uns 0 Grad Celsius, das ist die Temperatur, wo Wasser gefriert. Aber in Amerika gefriert Wasser bei 32 Grad Fahrenheit. Und 0 Grad Fahrenheit wäre noch viel kälter. Also wenn man hier schaut, 0 Grad Fahrenheit ist noch viel weiter links auf der Celsius-Skala. Ich hoffe, du hattest Spaß. Danke fürs Mitmachen. Bis dann. Ciao.